Willkommen zurück zu GTA 4 The Ballad of Gay Tony und heute möchte ich mir gerne mal die Trophäe Harter Kampf holen und dafür müssen wir den LC Cage Fighters Champion Titel gewinnen und das ist ja eine Nebenaufgabe, die man freischaltet nach der Mission Mama's Boy, also die erste Mission bei Louis' Mutter und das habe ich beim letzten Mal gemacht und in dieser Mission habe ich mich nicht so gut angestellt, deswegen, ja, das ist gar nicht so einfach. Auf jeden Fall wird es immer auf der Karte angezeigt hier, dann nach dieser Mission mit diesem Faustsymbol. Da steht auch LC Cage Fighter. Und mal schauen, wie ich mich da jetzt so anstellen werde. Also ich bin gespannt. Ich muss auf jeden Fall besser sein als in der letzten Folge. So, aber es gibt einen kleinen Trick, den zeige ich euch gleich auch mal, wie man sich das ein bisschen einfacher machen kann. Hi. Yes. Ich will rein. Ich will antreten. Ich bin ja nicht zum Zuschauen hier. Zumindest noch nicht. Mehr dazu später, wenn ich ein bisschen Leben verloren haben sollte. So, wer ist mein Gegner? Oh, da ist er doch. Junge, 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 Alter. Ohne Damage durchgekommen. Yes. Oh, da kommt der nächste. Ich fange euch gleich beim Eingang schon ab. Boom, ohne Damage. Da kommt der nächste. Bam, Junge, ist noch nicht mal reingekommen. Boom. Bam. Bam. Boom. Bam. Ist Cagefight. No rules. Hä? Der Kampf ist vorbei. Du hast es die nächste Runde geschafft. Yes. Und ich habe kein Damage genommen bisher. Let's go. Weiterkämpfen. Komm, Leute. Komm her. Da kommt er. Piss dich, Junge. Ich darf nicht zu weit raus, sonst kriege ich hier gleich noch Stress. Warum wurde ich disqualifiziert? Ey, ich bin doch wieder drin. Ernsthaft? Okay, Leute, macht das am besten nicht. Ich wurde disqualifiziert, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir machen es einfach nochmal. Let's go. Let's go. Was? Das ist jetzt vorbei? Schauen wir demnächst wieder vorbei. Was heißt jetzt demnächst? Was heißt demnächst, wenn ich einmal hier rausgegangen bin, wieder reingehe? Oder was heißt demnächst? Definiere jetzt demnächst. Was soll das? Jetzt wurde ich... Das ist Wahnsinn. Also man kann das schon machen mit dem Eingang, aber man muss halt aufpassen, dass man nicht rausgeht. Ist ja gar nicht so schlecht, dass ich euch das einmal gezeigt habe. Hä, wieso kann ich jetzt nicht... Gut, wir sehen uns gleich nochmal wieder genau an dieser Stelle. Bis gleich. So, jetzt aber. Und diesmal werde ich ein bisschen mehr aufpassen. Es war ja an sich eine gute Taktik, aber man darf halt wirklich gar nicht raus. Aber wenn man da am Eingang ist, ist es eigentlich in Ordnung. Hi. Ich will rein. $100 kostet Spaß. Los geht's. Es war so eine gute Runde, ne? Ich habe keinen Damage genommen in der ersten Runde. Keinen Damage genommen in der ersten Runde. Warte. Mal öffnen wieder rein. Gut, die sind natürlich auch in der ersten Runde noch nicht so geil. Die Gegner. Muss man wirklich sagen. Oh, shit. Damage genommen, aber nicht so schlimm. Das ist schon besser. Hier in der Ecke kann ich ja nicht aus dem Ring liegen. Der ist richtig benommen, der Kerl. Der ist richtig benebelt. Hat nichts mehr mitgekriegt, der Kerl. Oh, er stolpert, er stolpert. Er kommt ins Wanken und geht down. Runde 1 geschafft. Ich habe ja kaum Damage genommen, da werde ich noch weiterkämpfen. Denn man kann auch auf Zusehen gehen einmal. Das beendet das Ganze nicht. Und man kriegt dann wieder volles Leben. Das muss ich vielleicht auch nochmal in Anspruch nehmen. Hua, hua. Boom, Junge. Und wenn er aus dem Ring geht, ist das keine Disqualifikation, oder was? Bam, Junge. Wer ist der Nächste? Was machst du? Das will ich nochmal sehen hier. Stay down. Da bist du? Oh yeah. Komm her. Hau mich. Schlag. Hab ich? Ich bin noch ausgewichen. Willst du mich jetzt ein bisschen verarschen oder was? Das machst du nur einmal. Boom. Oh, hör auf, mich wegzuschubsen, Mann.
Ich glaube, ich gucke jetzt einmal kurz zu. Ich will das einmal ausprobieren. Ich gehe zusehen. Auf Zusehen. Und dann kann man nämlich wieder eingreifen. So stand das zumindest im Trophäenforum. Und dann geht es einfach genau dort wieder weiter. Und man soll wieder volles Leben haben. Jo. Jetzt müssen wir uns das jetzt angucken. Ich hätte auch beenden gehen, glaube ich. Ich hätte auf beenden gehen können. Oder müssen wir jetzt warten, bis hier ein Kampf vorbei ist? Ja, es wird ja nicht so lange dauern, oder was? Ich habe auf den Rechten gesetzt. Ey, der kriegt noch auf die Fresse. Mach mal ein bisschen, komm, du musst mal ein bisschen was zeigen. Nein! Ich habe 50 Mäuse auf dich gesetzt, Junge. Jetzt zeig doch mal ein bisschen was. Ja, jetzt kommt der Konter. Komm, Junge. Pushe dich. Yes. Hau ihn, hau ihn, hau ihn. Gib ihm. Oh ja, er ist richtig gut jetzt. Komm, noch ein. Nein. Guck mal, bam. Bam, bam. Kombination. Und jetzt ein Roundhouse-Kick. Hau ihn. Gib ihm. Oh ja, er schwankt schon. Oh ja. Oh ja, Junge. Ich habe genau richtig gewettet. Geil. Dein Kämpfer hat gewonnen. Es sah am Anfang überhaupt nicht so aus, aber zum Ende hin, ja. So. Und jetzt treten wir wieder an für 100. Und jetzt kommt die dritte Runde und wir haben volles Leben. Das ist der Trick, so kann man sich das Leben wieder auffüllen. Das Problem ist, ich erinnere mich, dass hier bald noch welche mit Messern kommen. Hat er schon ein Messer in der Hand? Nee. Nee, nee, nee. Zurück, zurück. Das war gefährlich. Nicht wieder disqualifizieren. Yes, den ersten haben wir schon mal. Oh, der hat einen Baseballschläger. Oh, den hätte ich gerne. Warte mal. Muss ihn den abluchsen. Yes, da habe ich die Keule. Holy shit, da habe ich die Baseballkeule. Richtig gut. Wieso lebt er noch? Egal. Bam, bam. Es ist so OP, er hat ein Messer. Er hat einfach ein Messer gehabt. Ich habe ja kaum Damage genommen. Wir kämpfen weiter. Vierte Runde. Jetzt werden die Gegner gleich ein Messer haben, glaube ich. Nee, Baseballkeule. Ha! Abgeluchst, habe ich dir. Was willst du denn jetzt? Denkst du, mit blanken Fäusten kommst du gegen mich an noch? Puh. Bam, auch down. Der nächste, komm. Was willst du denn jetzt hier? Deinem scheiß Messer. Denkst du, du bist die große Nummer oder was? Ich habe keinen Schaden genommen. Weiter. Aber es ist auch immer gut, wenn man gleich das Messer abnimmt oder die Keule oder was auch immer. Damit man gleich loslegen kann. Am schlimmsten ist es, wenn man gleich davon einen auf die Fresse kriegt. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Nein. Warum? Nein. 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 Egal, komm, wir müssen jetzt irgendwie durchkommen. Oh mein Gott. Nein. 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 Jetzt kann ich alles nochmal machen. Nein. Weil er die nicht abgenommen hat, die Waffe. Warum hat er... Ich habe doch richtig im richtigen Moment X gedrückt. Was war denn jetzt das Problem? Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Meine Fresse, ey. So, Leute, ich bin motiviert. Wir müssen es nochmal versuchen. Alles nochmal von vorne. Ja, was willst du machen, ne? Ey, das hat die ersten Male so gut geklappt. Ich habe den immer die Baseballkeule abgenommen. Es hat direkt funktioniert. Und dann irgendwie in der Runde gar nicht mehr. Ich bin immer ausgewichen. Er hat es ja auch gemacht. Keine Ahnung, was habe ich falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Habe ich zu früh wieder Kreis gerückt zum Angreifen? War das mein Fehler? Kannst du bitte mal hier ein bisschen nach da gehen? Da sollte ich jetzt kein Damage kassieren. Das wäre peinlich. Bam, Junge. Weg mit dir. Da stolpert er, glaube ich, gleich über den. Ja, der ist jetzt schon down. Was bist du denn für eine Lachnummer? Man kann das Tor echt gut nutzen. Die stolpern darüber und dann... Gleich weiterkämpfen. Ich bin ja noch nicht fertig.
Ich muss dringend wieder in Runde 4 kommen. Schöne Kopfnuss. Sehr schön, Luis. So will ich das sehen. Jetzt ist er in der Ecke und dann... Aber jetzt haut mich der Zaun selbst ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Das ist nicht gut. Was bist du denn für ein Büroangestellter, Mann? Was willst du hier? Voll der Diss, obwohl ich selber einer bin. Naja. Aber ich würde ja auch nicht in so einen Cage-Fight gehen. Also davon mal ganz abgesehen. Kannst gleich draußen bleiben. Du kommst ja nicht rein. Türsteher-Modus hier von Luis aktiviert. Schön mal einen Kick. Weggehauen. Immer noch keinen Schaden genommen. Jetzt wird es wieder kritisch. Der hat noch nichts. Okay. Gleich fangen sie erst an, wie mit ihren Messern etc. Und dann... Hallo? Hallo? Ja, jetzt fangen sie an, besser zu werden. Oh, Junge, das ist ein Cagefight, wie man sich ihn wünscht. Und jetzt. Down. Hier, der einfach spawnt. Der Kollege. Warum funktioniert das nicht mehr, Mann? Ich hasse es. Ah, man muss ein bisschen warten. Ich habe zu früh wieder angegriffen. Das war mein Fehler. Okay, ich weiß jetzt. Ich weiß, warum. Okay. Ist okay. Ich weiß jetzt, woran es lag. Der kommt noch nicht mal richtig rein mit deinem scheiß Messer. Verpiss dich mit deinem Messer. Oh, shit. Es ist okay. Man kann sich wieder neu auffüllen. Es ist okay. Wir müssen aber zuschauen jetzt kurz. Ich muss zusehen. Das geht jetzt gerade nicht. Ich muss mich wieder voll auffüllen. Aber ich weiß nicht, ob man den ansehen muss, den Kampf. Komm, ich habe Vertrauen in den linken Kämpfer diesmal. Der linke muss es sein. Komm, der linke. Eigentlich... Ich habe jetzt einfach mal Vertrauen in den linken. Eigentlich sieht der rechte stärker aus, aber egal, komm. Ich glaube, das ist eine einseitige Nummer, aber egal, komm. Oh, da packt er den Schwinger aus. Jetzt greift er auch mal an da. Nee, er ist in der Ecke, das war's, glaube ich. Ja, er wird in die Ecke gedrängt. Wobei, der kann auch nur Schwinger, der Kerl. Wusch, wusch. Boom, oh, das war eine richtige Keule. Komm schon, noch eine Sonne und vielleicht gehen ihm dann die Lichter aus. Komm schon. Oh, nein. Nein, nein, nein. Leider nicht. Wieso habe ich kein volles Leben? Sollte ich nicht normalerweise jetzt volles Leben haben? Oder kommt das erst nach dem Kampf jetzt? Ich trete an. Oh ne, jetzt habe ich doch... Das ist super. Jetzt der Erste wird gleich eine Keule haben. Ich sehe es schon. Aber ich weiß ja, was ich falsch gemacht habe. Deswegen... Au, au, oh, Alter. Nein! Bitte nicht! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Oh Gott. Ich werde wieder sterben. Oh Gott. Das ist so krass. Treffen dich zweimal mit der Keule und du hast fast kein Leben mehr. Aber ich habe die Waffe, das ist das Gute. Der hat ein Messer, oder? Alter, bist du Billy? Ein bisschen füllig, ein etwas fülligerer Billy, oder wer bist du? Oh, vielleicht stolpert er über den, das ist meine Chance. Ja, one hit. Ich habe ihn one-hitted, Alter, was? Du bist schon wieder zu sehen, sorry, Leute. Es ist gerade, oh, wie habe ich die Runde noch geschafft? Wie knapp. Aber ich will die Trophäe jetzt endlich, Mann. So, oh, es war so knapp. Aber ihr habt gesehen, zwei Hits von der Keule, zwei Hits mit dem Baseballschläger und ich bin einfach down. Ich wette auf den Büroangestellten. Let's go, Mann. Nicht so viel. Ich wette mal $50 oder so. Und mal ein bisschen, nicht so ein... Oh, ja, $50, let's go. Komm schon. Zeigt, dass wir Büroangestellte auch noch was anderes können, außer nur vom PC zocken. Wir haben auch Stärke. Die müssen wir beweisen. Komm schon. Ja, genauso würde das auch enden, wenn ich da in den Cagefight gehen würde. Genauso würde es passieren. Genauso hat nicht mal ein Hit gelandet. Hä, bin ich das? Aber egal, das ist... Dein Kämpfer hat verloren, ja.
Wer hätte das erwarten können? Wer denn damit rechnen können, dass das passieren könnte? Super. Toll. Aber jetzt geht's wieder rein. Wir gehen wieder rein. Das Schlimme ist immer der Erste. Vor allem, wenn man gleich die Keule hat, ist die Runde gewonnen. Aber das Schlimmste ist dann... Oh nein. Oh nein. Warte. Nein. 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 Was ist das schon wieder? Wieso klappt das jetzt wieder nicht? Nein. Nein. Warte, warte. Nein. Nein. Weich doch aus. Ich drücke doch X im richtigen Moment. Was? Mann. So wird das nie was. Wirklich nie. Ah gut, wir sehen uns gleich wieder. Da sind wir wieder. Keine Ahnung, warum das jetzt schon wieder nicht funktioniert hat. Aus meiner Sicht habe ich im richtigen Moment gedrückt. Scheinbar ja nicht. Sonst hätte es ja geklappt. Keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären, wie das jetzt schon wieder passieren konnte. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Und das ist scheiße, weil man hat da nicht viele Chancen, wenn der eine Baseballkeule hat. Du musst halt dann die auch dann sofort abnehmen, die Waffe, sonst funktioniert das nicht. Das ist einfach Wahnsinn. Jetzt müssen wir uns wieder da hochkämpfen. Ey. Jetzt kriege ich schon in der ersten Runde Schaden. Das ist ja nicht viel, aber... Meine Fresse, komm. Hier kannst du gleich über den stolpern. Nächster. Ja, die spawnen da einfach so, ne? Das ist... Für dich, oder was? Gute Idee. Du legst dich gefälligst wieder hin. Natürlich weiterkämpfen. Ich will jetzt hier einfach durchrushen. Nicht raus, nicht raus. Aua, den Schwinger kassiert. Zum Glück war der nicht so schlimm. Boom. Bam. Ich könnte natürlich auch mal versuchen, hier einen Konter zu bringen, aber ich habe keinen Bock, so viel Leben zu verlieren. Ciao. Kannst draußen bleiben. Nein. Okay, ich muss zuschauen. Ich muss zuschauen. Alter, was geht denn jetzt mit ihm? Ich muss zuschauen kurz. Ja, ich muss mich kurz aufladen. Mann, ey, das ärgert mich so sehr, dass ich denn nicht weiterkomme. Es hätte schon lange erledigt sein können. Ich habe das gar nicht mehr so schwer in Erinnerung, aber es ist halt echt tückisch. Ich nehme den rechten. Ich habe das nicht mehr so schwer in Erinnerung gehabt. Aber es ist halt wirklich krass, wenn die eine Waffe haben und du nicht, dann musst du denen die irgendwie abnehmen. Sonst ist die Gefahr einfach, Damage zu kassieren, viel, viel, viel höher, weil der mit dem Baseballschläger hat der so eine unnormale Reichweite. Den musst, die Waffe musst du abnehmen. Ich würde sagen, der Kämpfer hat gewonnen, aber ich habe ja keinen Wetteinsatz gehabt. Das war ja einfach nur, um mich aufzufüllen. Aber ich habe recht gehabt, glaube ich. Ich habe den richtigen genommen. Nee, er hat verloren. Ach so. Boah, ich setze irgendwie immer auf den Falschen. So, Leute, jetzt geht's los. Komm her. Kommt er jetzt mal? Okay, du hast ziemlich, bist ja motiviert, bist du. Aber das reicht nicht, um ein guter Kämpfer zu sein. Hallo. Hallo. Komm, er macht ja nicht mal was. Hau ihn! Hau ihn doch! Schlag zurück, Junge! Was? Und jetzt kommt der Schlimmste. Mein schlimmster Albtraum. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Warum? Warum? Ich drücke die ganze Zeit X im richtigen Moment. Oh, jetzt habe ich ihn. Oh mein Gott, das ist ja... Alter, das Timing ist echt tricky und ich habe kaum noch Leben. Der erste Schlag ist entscheidend. Nein. Nein! Was ist das für ein Handygeräusch da im Hintergrund? Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, ich habe ein gutes Gefühl, das wird's jetzt.
Also vom Timing her, ich muss irgendwie früher ausweichen, als sie schlagen, habe ich das Gefühl. Aber ich muss muss ich antizipieren, wann schlagen sie wohl? Weil irgendwie, wenn ich dann ausweiche, wenn er die Keule schon schwingt, ist es irgendwie zu spät. Also muss es vorher passieren. Das ist echt, also... Ich habe die nicht so schwer in Erinnerung gehabt, das ist aber echt eine Challenge. Aber ich werde diese Challenge auch schaffen, irgendwann, auch wenn es ein bisschen dauert noch. War das nicht der von... Wir kennen uns doch schon aus der Mission. Mama's Boy. Kannst du mal... So, den auch ohne Damage überstanden, sehr gut. Ja, da sollte ich normalerweise kein Damage kassieren bei diesen... Jo, erste Runde geschafft, let's go. Und gleich die nächste. Weiter, zweite Runde. Ich glaube, es gibt fünf, ne? Fünf Runden oder sechs sogar? Ich weiß gar nicht. Der Trick ist sowieso nur das Ausweichen. Es geht nur über das Ausweichen. Man kann ja Leben verlieren in den Runden, das ist ja alles okay. Aber sobald die Waffen haben, ist das echt kritisch. Und dann musst du denen die sofort abnehmen, sonst hast du ein Problem. Und wenn du eine Waffe hast, sind die Gegner ja 2-3 Hits. Also vor allem, wenn du einen Baseballschläger hast. Meistens ist es ja der Baseballschläger. Boah, das ist wieder kacke. Ich hasse es. Jetzt hängt er am Zaun. Hält der eine ihn fest? Hat er ihn da echt festgehalten? Oder habe ich mir das jetzt einge... Luis! Luis! Mann, ich hasse das, wenn er am Zaun hängen bleibt. Mann, ey. Ja, das ist nur... Das ist nicht schlimm. Wir kämpfen weiter. So, jetzt geht's gleich richtig ab. Der hat noch keine Waffe, der danach, aber dann. Was bist du denn für einer? Bist du noch nicht mal drin und machst schon eine Show, oder was? Willst du hinterm Zaun bleiben? Oh Gott. Vorsichtig, gefährlich. Nein, nicht kicken jetzt. Oh, ich wollte fast schon noch kicken, aber... Down. Jetzt kommt der Schlimme. Muss, bevor er... Okay. Es hat geklappt. Das ist so einfach, wenn man den Baseballschläger hat. Das ist so einfach. Er hat das Küchenmesser mit. Oh, schade, dass man die Waffe nicht behält. Das wäre so geil. Aber man kriegt sie. Round 4. Fight. Oh, Billy. Aua, aua. Oh, jetzt. Hinter. Hin. Lass ihn nicht aufstehen. Yes, hab ihn. Und damit ist die Runde eigentlich auch entschieden. Aber trotzdem keine Dummheiten jetzt machen. Die haben keine Chance. Ich habe die Reichweite des Todes mit dem Baseballschläger. Auch wenn sie Messer haben. Oh Gott. Oh Gott. Er sticht die ganze Zeit. Hau ab. Nein. Warum? Nein. Mann. Der hat die Geschwindigkeit. Jetzt habe ich ihn. Oh, er hat die Geschwindigkeit. Das ist so gefährlich. Ich muss zuschauen. Boah, Alter, dieses Messer, ne? Also ich will eigentlich weder gegen einen Baseballschläger noch gegen einen Messer kämpfen. Beides nicht gut. Mann, ey. Und jetzt Runde 5, ne? Da sind die Gegner so stark immer. Komm, rechter Kämpfer, mach einfach. Let's go. Ja, er fängt super an. Jetzt fair. Gib ihm doch jetzt mal richtig hier. Zeig mal, was du gelernt hast. Auf der Straße. Ja, so will ich das sehen. Ich bin so nervös, ne, vor dem ersten Gegner jetzt. Es steht immer so viel auf dem Spiel, aber es macht es irgendwie auch so reizvoll, wenn man wieder alles verlieren kann. Kannst wieder komplett die ganze Mission failen. Er hat es geschafft. Stark. Aber jetzt bin ich dran. Mich kribbelt es jetzt schon. Am liebsten will ich gar nicht mehr kämpfen jetzt. Ich will am liebsten einfach nur zugucken. Aber es geht nicht. Ich muss wieder in den Ring. Und dann muss ich wieder dem ersten wieder die Waffe abnehmen. Das ist so schwer. Komm. Huh. Da kommt er und er hat schon wieder eine Baseballkeule. Ja, komm. Come on, gib ihm jetzt. One hit.
Aber auf Vorsicht vor den Messerschwingern. Messerschwinger. Da muss man ein bisschen auf die Distanz gehen, sonst kriegt man sie nicht. Und dann sind sie benommen und dann kriegt man sie auch einfach down. Aber man darf sie gar nicht erst rankommen lassen. Oh Gott, 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 oh Gott! Jetzt ist er benommen. Ja, ja, ja! Oh. Holy shit, Mann! Und das war die vorletzte Runde, glaube ich, erst. Alter, das ist so krank mit den Messerschwingern. Oh, komm, wir schaffen das, Mann, wir schaffen das. Irgendwie. Und damals wusste ich gar nicht, dass man das mit... Ich habe das damals geschafft, ohne Zusehen. Das muss man sich mal vorstellen. Linker Kämpfer, komm. Der schafft das, der Linke. Der hat richtig Wucht in den Schlägen. Der muss viel, der kann wahrscheinlich viel einstecken, aber wenn er einmal austeilt, kippt er wahrscheinlich gleich um, der Gegner. Guck mal. Ein Schlag, er gerät direkt ins Wanken. Guck mal, jetzt kommt die Kombination hier. Boom. Bam. Oh. Ja, der ist wie ein Panzer. Der hält das alles aus. Der ist doch bestimmt von der Lost MC Gang oder was. Der muss das auch aushalten. Bam. Guck mal jetzt. Jetzt kriegt er ihn. Oh. Nein! Oh Gott, Leute, ich hab Angst. Ich hab Angst vor dem ersten Gegner jetzt, weil der entscheidet die Runde im Endeffekt. Puh, komm schon. Wir sind ungefähr bei 30 Minuten dann. Das wäre der perfekte Folgenausgang. Es ist einfach wie gemalt jetzt. Lass mal den ersten Messer haben, dann bin ich am Arsch. Ich hab noch nicht gegen den Messertypen die Waffe abgenommen. Oh nein. Weiß nicht, wie ich das machen soll. Oh Gott. Oh. Nein, nein. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich das... Ich kann nur gegen... Hau auf. Der hat die Geschwindigkeit, das nervt. Hau ihn um! Gib ihm! Hau ihn einfach um! Luis! Oh Gott, ich hab die Waffe aber nicht. Jetzt muss ich... Schon wieder ein Messerkämpfer. Ja! Jetzt stechen wir ihn ab. Darf nicht raus. Ja! Oh nein, jetzt gegen die Base. Gegen Baseballschläger. Ich weiß nicht, ob ich den... Nee, auch Messer. Oh, nicht da. Komm, das ist das Ende. Yes! Harter Kampf. Das war es aber wirklich. Meine Fresse, ey. Was war das für eine Folge und eine Mission? Alter, was... Ja, speicher einfach. Bitte speicher. Meine Fresse, ey. Ich meine, es ist nicht wichtig für die. Wir müssen die 100% ja nicht erreichen. Deswegen, es muss nicht gespeichert sein. Aber gerade für das Geld und so, wäre ja schade sonst. Alter, was war das für eine Mission? Alter, das... Ich finde das gar nicht so einfach, dieses Timing zu haben. Richtig auszuweichen und so. Das ist... Und wenn du es dann mal zwei, dreimal nicht schaffst, du kriegst so viel Schaden durch einen Baseballschläger und das Messer ist so schnell. Das ist nicht einfach. Aber gut, es ist geschafft. Von daher sage ich nichts. Ach, das hat ja doch nur eine halbe Stunde gedauert. Das ist ja in Ordnung. Das ist ja nicht so schlimm. Also da bin ich ja, ist ja absolut okay. Aber ja, ist schon brutal. Also das war wirklich... Alter, ich brauche, glaube ich, jetzt erstmal eine kurze Pause. Ich werde jetzt erstmal was essen in Ruhe und dann, ja, schauen wir weiter. Aber ich mache heute auf jeden Fall noch weitere Folgen. Also es kann sein, dass ich das komplett im Voraus aufnehme, weil ich einfach Bock drauf habe und jetzt gerade mal Samstag, ich kann heute den ganzen Tag noch aufnehmen, es ist noch nicht mal 13 Uhr, also ist noch eine Menge möglich. Aber harter Kampf, auf jeden Fall. Ja, ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Man hätte das schneller schaffen können, aber letztendlich muss man sich da dann irgendwie durchboxen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns doch dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, ciao.